Marianne Disarene möchte sich Devil's A-Cup ansehen und benötigt die Hilfe ihres neuen Leibwächters Jacob. Madam? Mr. Fry. Bereit für unseren Ausflug? Devil's Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unsere Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines so... Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja, aber seien Sie nett. Bitte. Die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen Sie geht. Ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krümmen. Desmond! Ja, wir sollen... Geräte benutzen, um die Reporter abzulenken. Eine seltsame Bezeichnung für ein kleines Mädchen. Hier in Grün. Wir sprechen sie an. Mit B. Das gehört dir, wenn du diese Kerle dort dazu bringst, mir zu folgen. Wie Sie wünschen, Sir. Menschenskind, seht doch! Da ist Squire Bancroft! Ich führe Sie besser in die Irre, bevor Sie mich zerreißen. Mr. Bancroft! Mr. Bancroft! Was kommt hier? Okay, schnell weg. Kurz hoch und wieder auf der anderen Seite runter. Das reicht schon aus, um den Reporter eine falsche Fährte aufzuzeigen. Sie sollte sie mit den Liberalen reden lassen. Nun steht eine Ausfahrt nichts mehr im Weg. Ja, die ersten 100% Synchron haben wir bereits mit den Mädchen erreicht. Wie sollen jetzt... Die Frau des Premierministers. Man darf mich unter keinen Umständen hier sehen, Mr. Fry. Mrs. Disarelli sollen wir jetzt eskortieren und den Reportern ausweichen oder Journalisten. Nicht so schnell. Das dürfte kein Problem sein. Auf der Minimap erkennen wir immer wieder kleine gelbe Punkte. Dann müssen wir halt ein bisschen Hackengas geben. Wir tun das einige Male und dann haben wir das auch schon geschafft. Weiter, Mädchen. Mich persönlich tören diese Kutschaufgaben mittlerweile richtig ab. So langsam wissen wir ja, dass es auch ein Syndicate die Kutschen ganz neu gibt. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Da brauchen sie meiner Meinung nach nicht ständig irgendwelche kleinen Miniskripte mit Kutschfahrten einzubauen. Spielerisch hat das überhaupt keinen Wert, finde ich. Und fühlt sich wie so ein kleiner Lückenfüller an. Oh, welch verkommener Ort. Nehmen Sie meinen Arm, Mr. Fry. Sehen wir uns an, was Devil's Acre zu bieten hat. Wir haben schon bereits in einer Sequenz haufenweise Kutschfahrten mit den Omnibus-Aufgaben und Pearl Attaway erledigt. Da können Sie sich gerne solche Aufgaben in Zukunft schenken. Nun gut, wir müssen jetzt Frau Disarelli durch das Armenviertel geleiten. Ist mit Ihrem Hund alles in Ordnung? Oh, das Mann geht es gut. Er mag bloß Fremde nicht allzu gerne. Oder Katzen. Ja, überall sind Hindernisse hingestellt und Templer platziert mit der 7 über dem Kopf, also Level 7.
die uns daran hindern werden, direkt einfach durchzulaufen. Wir brauchen nämlich für 100% synchron eine unentdeckte Vorgehensweise. Und ja, die sind sehr empfindlich. Und selbst wenn ich mich in einem Haus verstecke und durch ein Fenster nur gucke, wittern die einen sofort und kommen auch direkt ins Haus rein und nicht immer den gleichen Weg, so dass ich die über von der Ecke heraus eliminieren kann, sondern die schlüpfen einfach durch ein anderes Fenster hinein. Also diese Typen sind sehr hellhörig, aber es gibt hier auch überall Gerätschaften wie diese Feuerstellen. Da kann ich meine Haluzi-Pfeile reinschießen oder mit den Messern kann ich auch hier ganz oft hängende Fässer abschneiden oder abwerfen und Heuhaufen oder Heuwagen sind hier auch ganz viele. Darin kann ich mich verstecken. Aber ich kann auch Miss Disarelli hier hinstellen und die ganzen Gegner erstmal abräumen von oben. Vom Dach aus. Das ist alles kein Problem. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Mrs. Disarelli steht im sicheren Abstand und ich kann hier erstmal von oben herab einige Gegner anschießen. Leider befinden die sich etwas abseits von der Feuerstelle. Ich hätte sie ja auch gerne alle auf einmal mit den Haluzi-Pfeilen vergiftet. Und dabei wird eben offenkundig, wie legitimiert das Spiel Sie, einfach ist. Wie war das ja? Fliegender Händler nannte er sich. Bemerkenswert, wie die Arbeiterklasse sich zu helfen weiß. Sehr geschäftstüchtig, ganz sicher. Sollen wir gehen? Syndicate hat so wenig Ausstattung wie fast ewig nicht mehr in der gesamten Serie. Wir haben also keine Kirschköder-Bomben mehr, um irgendwelche Gegner irgendwo hinlocken zu können. Dafür haben wir jetzt das Pfeifen, aber oft bringt das spielerisch nicht so viel, wie man hier in dieser Mission auch ganz gut sehen kann. Hier zum Beispiel steht da vorne ein Gegner, weit weg von der Feuerstelle und weit weg von den Fässern. Soll ich hier jetzt ewig rumstehen und warten, bis der da mal endlich drunter läuft? Oder wie haben sich die Entwickler das jetzt hier vorgestellt? Und nein, er läuft nicht hin und her, er hat keinen Rhythmus. Da hinten ist noch ein Fass. Auch das Fass ist völlig wirkungslos und deplatziert. Macht überhaupt keinen Sinn, dass da hinten hängende Fässer schweben. Also benutze ich eben mein Messer und frage mich eigentlich, welchen Sinn das alles hier jetzt gehabt hat. Aber wir haben schöne Musik im Hintergrund und dürfen Miss Disarelli hier durch die Gegend führen und sie hat coole Sprüche auf Lager. Oh, Mr. Fry! Sehen Sie die beiden da? Die scheinen sich, Ich war zweimal verheiratet, Mr. Fry. Ich weiß nur zu gut, was die beiden tun. Gott segne sie. Ja, nicht schlecht. Aber Miss Disarelli hat noch mehr auf Lager, also hört mal zu. Verkauft dieser Mann? Fragen Sie besser nicht. Warum? Ist das etwas Verdorbenes? Oh,
Ist das Ratte? Ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner Begleitung, aber man nennt es auch Wauwau-Geschnetzeltes. Da wären wir. Der alte One-Ton-Pub. Das beste Bier in Devil's Acre. Wunderbar. Also das ist ein Pint, nicht wahr? Bemerkenswert. Feines Hundchen. Alter, die stellen mir direkt hier die Disareli vor die Nase. Natürlich bleibe ich da dann auch gleich hängen. Aber das hindert mich nicht daran, Desmond aufzuspüren. Dazu benutze ich mein Adlerauge. Und wir hören ihn hier auch ganz gut. Ah, die hätte ich ja gerne über die Gegner abgeschnitten. Aber es hat nicht sollen sein. Wir verfolgen weiter Desmond. Schnauzeköter. Ja, Desmond hat uns den richtigen Weg gewiesen. Guter Junge, Desmond. Los, gib mir die Tülle. Wenn meine Freunde hier wären, sähe die Sache anders aus. Na also, Desmond, bringen wir dich zu deinem Frauchen. Dass ich vollkommen allein in einem von Londons gefährlichsten Pubs zurückgelassen habe. Nun, wenn Sie Ihrem Vater nie gesagt haben, was Sie über ihn denken, woher sollte er es wissen? So habe ich das nie gesehen. Tief im Innern wollen wir alle nur geliebt werden. Richtig. Hier, was Süßes. Oh, Desmond und Mr. Fry. Darf ich vorstellen? Tut mir leid, wie war doch gleich Ihr Name? John, der Stroller. Angenehm. Ich bringe Sie jetzt besser nach Hause. Recht haben Sie, Mr. Fry. Komm schön mit, Desmond. Sieh mal an! Wenn das nicht der Hundeknecht ist. Na, lasst uns nichts tun, was wir bereuen würden. Und natürlich werden wir angegriffen. Wir sollen es Disareli sichern. Ich habe Das ist natürlich kein Problem für uns. Wir haben Rauchbomben und Betäubungsbomben, die wir natürlich einsetzen. Und dann verprügeln wir nochmal eben die Gegner. Entern die Kutsche und entkommen aus dem roten Gebiet. Das ist nicht besonders schwer. Das kriegen wir auch leicht gebacken. Nun, ich muss Ihnen für einen höchst aufregenden und aufschlussreichen Abend danken, Mr. Fry. Nein, ich danke Ihnen, Madam. Vielleicht erzählen Sie mir nun von dem Mann in der Husarenuniform. Richtig. Lord Cardigan ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immer zu prahlter mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das will ich meinen. Er ist in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of Westminster. Aber passen Sie auf. Was die Regierung am wenigsten braucht, ist ein weiterer Skandal. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Downing Street Number 10. Wir eskortieren Mrs. Disareli noch einmal. So ist's weg. Und schließen damit die Mission ab. Wir werden also noch einmal mit der Kutsche genervt. Ihre Station, Madam. Meine Station? Oh, das ist köstlich. Vielen Dank.
Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Fry. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben. So, das ganze Prozedere mit Mrs. Disarelli hatte auch einen Grund. Wir haben dadurch herausgefunden, dass wir eigentlich Lord Cardigan suchen. Zufälligerweise befindet er sich auch in der Stadt. Ja, wir könnten eigentlich vorbeischauen, aber das ist jetzt das Stichwort für unsere Belohnung. Wir haben den eisernen Tod freigeschaltet. Ein Handschuh. Wir bekommen also Level 6 Items in Sequenz 7. Also einmal mehr wieder etwas, was wir nicht gebrauchen können. Ich hoffe, ihr bleibt dran, wenn wir demnächst weiterspielen. Tschüssi.